So, den Rohport hier haben wir. Wir sollten allgemein auch noch mehr bauen. Für die ganzen Bereiche. Wie schaut es da ressourcentechnisch aus? Ganz okay. Ja, und alle müssen mit Repair Packs versorgen. Ich denke, in dieser Welt werde ich nicht umherkommen, die Repair Packs zu automatisieren. In der letzten... Ich glaube, ich hatte mal drüber nachgedacht, aber wirklich das Bedürfnis gesehen, das wirklich zu tun. Na, wir wurden ab und an angegriffen, aber so massiv, wie wir hier jetzt belagert sind und momentan auch nichts dagegen tun können, obwohl wir technologisch doch schon, ne, im Mittelfeld sind, würde ich sagen. Ah, da piu-piu's wieder. Ja, hier wird es ein wesentlich wichtigerer Faktor sein. Es wird wahrscheinlich später sogar so weit kommen, dass wir Türme zu vielleicht sogar Hunderten aufstellen müssen und durchgehend reparieren, Mauern und was weiß ich, um voranzukommen. Ich habe da jetzt doch schon einige Horror-Stories gehört, wie das bei Ditech später abgeht, im High-End-Bereich. Das ist krass. Also, dass man als Spieler selber nicht mehr so viel macht, sondern dass es wirklich nur noch darum geht, stückchenweise im Frontenkampf quasi voranzuschreiten mit Mauerreihen und Laserturmreihen, um dann Stück für Stück sich Gebiet zu erobern. Oder einfach nur dem Gegner halt Gebiet zu entziehen, dass wir halt langsam zu den Gebieten hinkommen. Apropos Gebiete sichern. Im Osten haben wir noch ein Kupferfeld. Das könnte man mal angehen. Also ja, hier ist auch noch Kupfer. Du bist leer. Hier sind auch noch ein paar Kupferfetzen, aber die sind bald alle. Und sobald die alle sind, haben wir ein Problem. Da, da, da. Ja, hier müssten wir auch noch ran. Also Electric Mining Drills MK2 und MK3 wären auch noch wichtig. Was so viel ist wichtig. Und hier sind viel zu wenig Türme, sehe ich gerade. Also bau bitte noch zwei Roboports. Habe ich noch irgendwo Lasertürme? Habe ich alle verbaut, ja? Ja, da. Was fehlt? Stahl. Okay, holen wir Stahl ab. Beim Stahl soll ich auch eine Kiste hinbauen, weil ich glaube, das kommt jetzt doch häufiger vor, dass sich das da staut. Naja, jetzt gerade nicht, aber es könnte vorkommen, dass es sich staut. So. Bau danach mal ganz viele Lasertürme und Grünchips fehlen. Was für ein Wunder. Ja, hier staut nichts. Rauslegearmchen ist schnell. Achso, da hatte ich auch noch eine schöne Idee. Beziehungsweise Pno hat eine schöne Idee, die er öfters mal wieder anbringt. Und zwar das Rauslegen von Maschinen auf Förderband ist immer nur eins. Aber mit dem Stack Size Dingens, wo ist das? Da sieht man eine Kiste links, ein Ärmchen und eine Kiste rechts. Das ist halt Stack Size. Genau da. Inserter Item Stack Size Bonus. Haben wir schon auf Stufe 1. Das heißt, wenn man aus von einer Kiste in eine Kiste legt, werden zwei Sachen auf einmal transportiert. Das heißt, gerade hier bei den Kabeln wäre es wesentlich sinnvoller, wenn wir... Ah, das muss für ein intelligentes Ärmchen sein, ne? Da ist noch eins, sehr schön. Es wäre wesentlich sinnvoller, wenn wir hier die Kabel reinnehmen und dann direkt da reinlegen mit schnellen Ärmchen. Also so. So hat das Ding quasi Instant-Kabel. Und genauso auch von hier nach da. Also einfach nur raus, 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 raus. Hätte ich das Muster nicht, könnte man das Ganze wahrscheinlich noch wesentlich effektiver bauen. Aber so ist das schon mal okay. Wir haben also mehr Kabel hier drin und jetzt mangelt es sogar an Eisenplatten. Und an Rauslegeschwindigkeit, wie ich gerade sehe. Aber guckt euch das mal an. Buff. Instant vollgespammt. Es könnte sogar passieren, dass sich gleich hier staut und die Kiste sich langsam füllt. Aber das ist vielleicht doch ein wenig zu hoch gegriffen. Aber ja, sehr schön. Danke für die Erinnerung nochmal. Das heißt, blaue Tränke sollten auch wieder besser laufen. Schaut soweit okay aus. Du verteilst da fleißig. Hier sammeln sich auch welche. Du bist nicht am Arbeiten, weil du keinen Stahl bekommst, weil hier hinten nicht genug Eisen ankommt. Ja gut. Eisen und Eisenverteilung
wir sehen immer diese sich staunenden Fließbänder. Und ich gehe dann zumindest meistens davon aus, ach, wenn sich das da schon staut, dann muss doch überall genug ankommen. Das ist leider falsch von mir, das so zu sehen. Denn es ist ein langsames Fließband. Und dieses langsame Fließband wird 2, 3, 4 Mal geteilt. Und dann ist es klar, dass am Ende hier hinten nur noch so ganz sporadisch was ankommt. Also eine Eisenplatte, dann 4, 5 Felder leer, dann wieder 1, 2 Eisenplatten, dann wieder ein paar Felder leer. Das ist nicht so schön. Man könnte es beheben, wenn man alle, auch wirklich alle Fließbänder von gelb auf rot ändert. Das kostet aber dermaßen viel Eisen, dass ich das nicht machen will. Und da hinten ist wieder Pipio. Weil das wirklich viel zu viel Eisen ist. Das bewahre ich mir lieber auf für schlechte Zeiten oder sonst was. Und dann lebe ich lieber damit, dass jetzt die blauen Tränke nicht so schnell hergestellt werden, wie sie hergestellt werden könnten. Zumal blaue Tränke sich jetzt ja auch gerade stauen und das ist auch okay so. Was wollte ich jetzt noch alles machen? Ich wollte Türme unten bauen, die sind aber noch in Arbeit, das dauert auch eine Weile. Roboports. Ein Roboport-Muster wäre schick. Aber ich denke, ich werde kein richtiges Muster machen können, weil ich muss die Sachen so aufbauen, dass sie sich an den Mauern orientieren. Zum Beispiel so, dass die Mauern komplett im orangenen Bereich drin sind. Im zentralen Bereich unserer Fabrikanlage hier, da könnte man versuchen, so ein bisschen Muster reinzubekommen. Wobei, wir haben nicht so wirklich viele Stellen, wo hin und her transportiert werden müsste mit Robotern. Noch nicht jedenfalls. Also es wäre ganz schick für die blauen Chips zum Beispiel, oder... Nö, Carbon nicht, das kann hier auf dem Fließband hoch. Batterien werden auch hin und her geschoben. Also ich habe schon gute Struktur geschaffen, was die Logistik angeht. Also Fließbänder von Ost nach West. Das ist alles relativ gut verknüpft. Nun, Skynet könnten wir noch bauen. Aber ich denke, ich würde den Skynet auch hier unten in der Nähe ansiedeln, dass wir direkt von hier dann die roten Engines dahin bekommen können. Ja, das heißt, Roboter zielen wirklich erstmal jetzt darauf ab, dass wir die Mauern abdecken können. Da habe ich jetzt irgendwo noch einen Roboport gehabt, oder? Ne, 2 sogar. Okay, dann kommen wir vielleicht sogar da hinten rüber, das wäre praktisch. Also erstmal muss ich mich hier irgendwo durchwuseln. Obwohl... Genau, ich habe gerade einen Denkfehler gemacht. Ich bin davon ausgegangen, dass der Roboport hier die Mauern im orangenen Bereich haben muss. Aber das stimmt gar nicht. Zum Reparieren reicht der gelbe Bereich. Der orangene Bereich war für die Logistik. Also für den Transport von Waren. Das brauchen wir gar nicht. Und hier ist jetzt das alles schon abgedeckt durch den einen Roboporter. Nur das kleine Fitzelding da unten fehlt noch. Das heißt, wenn ich jetzt hier... Irgendwo. Wahrscheinlich da, hm? Wenn ich da einen Roboport hinsetzen würde. Es geht auch nicht auf. Ah, es ist ärgerlich. Ich glaube, ich arbeite dann lieber mit ein bisschen Overkill, als da zu wenig hinzusetzen. Hier unten. Hier unten haben wir Lava-Lagerung, aber das wird langfristig nicht mehr da sein. Das hier hinten auch nicht. Das war einfach nur die Erhitzungsanlage. Das heißt, das fällt alles komplett weg. Die Sludge-Anlage fällt weg, das da fällt weg, das da fällt weg. Wir haben hier unten komplett freies Gebiet. Ich weiß nur noch nicht, was ich dahin tun werde. Deswegen weiß ich auch nicht, wie ich hier die Roboter-Ports hinstellen soll. Das heißt, erstmal temporäre Lösung. Einfach da ein Roboport hin und gut ist. So, und ich schmeiß dir mal ein paar Repair-Packs rein. Und stell davon bitte gleich noch mehr her. So. Ich hoffe, die werden jetzt auch von den anderen Robotern genommen. Aber ich glaube, so war das. Also wenn ein Roboter hier oben ein Repair-Pack braucht, dann guckt es auch in den angeschlossenen anderen Roboports nach Werkzeug. Wo meckert er hier gerade? 15 Objekte brauchen Repair-Packs. Da liegen 10 drin. Könnt ihr euch gerne nehmen.
guck mal ganz kurz, was die Reparierbots machen. Die hängen hier drin rum. Warum fliegt ihr nicht zu einem angeschlossenen Teil des Netzwerkes und macht da was? Ich nehme euch mal mit und lasse euch mal hier so raus. Dann fliegt ihr einfach nur zurück. Das ist ganz schön langweilig. Okay. Was ist, wenn ich euch ins Inventar packe und direkt hier hinlege? Dann schnappt Dirty Repair Packs. Oh weia. Das heißt, jeder Roboport... Oh, Angriff mit Schaden. 4 beschädigte Mauern. Okay. Das heißt, jeder Roboport bräuchte eine Gib-mir-Kiste... Splatter. Eine Gib-mir-Kiste mit Repair Packs. Und dann wird das automatisch aus der Kiste in den Roboport gelegt. Ja, ganz viel zum Einsammeln. Da das Spieleinventar gerade nichts zu tun hat. Bau mal bitte. Oh. Du brauchst lila Chips. Und Rubber. Rubber haben wir hier unten. Sogar eine ganze Menge. Lila Chips. Haben wir noch gar nicht erforscht, ha? Doch, da. Okay, 5 davon und wir brauchen 2, also brauchen wir 10 blaue Chips. Wo? Lang. Also ich würde gerne einen Item Collector hinstellen, um die Leichen einzusammeln, damit ich ja nicht immer wieder hindackeln muss. Was ja auch ein Risikofaktor ist und Zeitverschwendung. 2 Sachen, die jetzt nicht so tolle sind. Da, gib mal die Hälfte davon. 1, 2. Bau bitte... Logistik-Collector, was machen die denn jetzt? Bau bitte erstmal ein Item-Collector, dann spielen wir damit rum, wie das funktioniert. Danach setzen wir die Mauern. Danach setzen wir weitere Roboports. Und dann... Wald? Wald. So, Inventar vollballern. Okay, also ich hau jetzt einfach mal das Ding. Wo bist du? Da. Dahin. Okay, du hast die Munition von da hinten aufgesammelt. Wow. Kann man sich irgendwo den Radius davon anzeigen lassen? Weil die Munition lag da hinten. Bei dem Pfosten... Nee, Quatsch. Wie habe ich das genannt? Bei dem Knödel da. Nicht Knödel. Egal, wie es heißt. Also da hinten lag die Munition. Und das ist ja doch schon eine ganz schöne Ecke weg. Aber gut, wir können jetzt das gepanzerte Auto bauen. Und darauf freue ich mich schon, weil dann können wir testen, wie gut das klappt mit dem Hinfahren, Granaten schmeißen, wegfahren. Das ist sehr gut. Dann hätte ich jetzt ganz gerne... Boah, ich hätte so viele Sachen gerne. Okay, das können wir knicken. Das können wir knicken. Robotergeschwindigkeit wäre schick. Oh, es gibt inzwischen bessere Repair Packs. Okay. Noch größere Kisten war auch auf dem Plan. Aber ich glaube... Das hier war das nächste, was ich haben wollte. Die ganz schnellen Fließbänder. Nicht flächendeckend, sondern nur an bestimmten Stellen. Und es hilft uns halt, die besseren Ärmchen zu bekommen. Haben wir irgendwas, was uns in der momentanen Situation, also kampftechnisch, noch helfen könnte? Bessere Lasertürme, die wir nicht bauen können, weil wir keine Edelsteine haben, hilft uns nicht wirklich weiter. Brauch jetzt schon lila Dinge. Brauch lila Dinge. Lab Efficiency. Sollte man wohl möglichst früh machen. Aber ich sehe mich in ein paar Folgen gar nicht mehr forschen. Weil alle Forschung, die wir dann machen müssten, wäre mit lila Tränken und die bekommen wir nicht. Also die Forschung wird irgendwann zum Erliegen kommen. Wir werden dann riesigen Ressourcen Überschuss haben, wo momentan gehen fast alle unsere Ressourcen in die Forschung. Also, wir haben ganz viele Zwischenprodukte und dann Forschung. Und das fällt dann weg.
Raketen. Allererste Stufe braucht schon 200 Lila Science Packs. Nein. So viel zu Raketen. Flammenwerfer, der war nicht so tolle. Vor allem, wenn Gegner nah rankommen, sind wir eigentlich schon tot. Das ist nicht wirklich hilfreich. Züge. Man könnte später eventuell Züge einsetzen als Abwehrmechanik. Also wirklich ein Zug, der immer im Kreis mit Basis fährt. Oder mehrere Züge, die das machen. Aber ich denke, selbst die gepanzerten Züge werden später von den Beißern auch recht schnell zerlegt. Ja, komm. Doch, mach die Logistik, ist okay. So. Und du sammelst jetzt alles ein. Sicher, dass die Munition da hinten lag? Also sammelt schon mal definitiv die Leichen hier vorne alle ein. Ich sehe die dann nach und nach verschwinden, ist alles gut. Ich gehe einfach mal gucken. Ich gehe da hin, wo ich die Sache hingeschmissen habe und gucke, ob die noch da liegen. Nö, hier liegt nichts mehr. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier war. Und die sind in Spuckreichweite. Das ist doch übel. Alle Jungs. Wild Dog Lair. 1000 Lebenspunkte. Biter Spawner 2500 Lebenspunkte. Und wir haben Big Biter. Überall Big Biter. Das werden bald noch schlimmere werden. Oh, weia, weia, weia. Aber na gut. Setzen wir in den Wald. Aber die sind so nah dran, selbst wenn wir überall Wald hätten, könnten wir den Smog nicht eingrenzen. Also sie sind halt direkt vor der Haustür. Trotzdem wird es nicht schaden, denke ich mal. Wieder ein Angriff, wieder vor der Haustür, ja. Oh, was bist du? Nein, nicht Rubberse. War das ein Medium-Bite oder war es irgendwas Besonderes? Der rote. Wir kriegen schon mal eine Menge Leichen. So. Du weg. Wir wollen Monokultur. Okay, ganz einbauen soll ich das Ding eigentlich nicht, oder? Spricht da was gegen? Also ja, der Weg nach da wird langsam ein bisschen dicht geblockt. Noch eine schöne Stelle für den Wald irgendwo. Da ist noch viel Platz. Na komm, bauen wir da ein kleines Wäldchen rein. Hier. Bei den Ölfeldern und Lavafeldern. Da freut sich doch jedes Waldgebiet, in so einer Nähe wohnen zu dürfen. Der Baum weg. Ordentliche Bäume hin. So, da einen kleinen. Hier noch einen. Dann sollten die Samen auch langsam alle sein. Genau. Karte. Schnüffelt, 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 schnüffelt. Sind zu viele. Okay, der da ist nicht ganz drin. Der da schwankt auch. Also eventuell können wir die Randgebiete noch abkapseln von unserem Smog. Aber der da wird auf jeden Fall was abbekommen. Und der da auch. Aber die außen halt nicht. Das könnte schon mal von Vorteil sein. Weil es bringt uns nichts, wenn wir jetzt hier rumkämpfen und die Ressourcen alle hinbekommen und so weiter. Und es dann irgendwann vielleicht schaffen, die Basen hier zu vernichten. Wenn denn die äußeren Basen, die jetzt noch so klein sind, in der Zwischenzeit riesengroß geworden sind. Dann haben wir das gleiche Problem wie vorher auch, weil wir werden immer weiter expandieren müssen. Und das da oben sieht so schön ruhig noch aus. Ich sollte echt das möglichst schnell sichern, vor allem weil da auch Kohle ist. Vielleicht sollte ich die Basis da gar nicht zerstören. Also ja, natürlich sollten wir alle Feinde vernichten und so. Aber ist das eine Priorität? Das da oben ist ein viel leckeres Gebiet. Die Basis scheint kleiner zu sein. Das heißt, die Energie, die wir einsetzen, um die Basis zu zerstören, sollten wir vielleicht doch lieber dahin lenken.
und dann hier eine Reihe von Strommasten am Wasser lang setzen bis nach da und hier dann einen kleinen Bunker hinbauen. Und dann den Bunker weiter nach da oben und zu dem Kohlefeld. Ja, mal gucken. Du bau mal bessere Ärmchen, das klingt gut. Ja, das ist eine Überlegung wert, müssen wir dann schauen.